Yeah, Buddy! Was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen hier bei Povrot TV. Mein Name ist Povrot. Povrot Goes Minecraft heißt dieses Format. Und ich habe in der letzten Folge dieses Zimmer oder beziehungsweise diesen Panorama-Balkon mit Verglasung gebaut. Und ich habe mir die Tipps und die Kommentare von euch durchgelesen. In der letzten Folge, also unter der letzten Folge, und ich habe da einiges Interessantes gelesen. Und eigentlich das, was am einfachsten war, worauf ich selber gar nicht gekommen bin, ist hier erstmal auf dem Boden kann ich doch ganz easy einfach mal 4 Fackeln hinstellen. Und mir hat auch jemand geschrieben, ich könnte hier Stein hochbauen, dann den unteren abbauen. Ich will das einfach mal von der Optik her testen. Ah, shit, so geht's jetzt nicht, oder was? Okay, wir machen es mal anders. Und dann kann ich ja die unteren einfach abbauen. Und dann habe ich so eine Art fliegende Kuppel, was ich eigentlich sehr interessant finde. Und da kann ich dann ja auch die Fackeln dann gleich dran bauen. Und was ich auf jeden Fall noch in dieser Folge ausprobieren möchte, ist, den Bruchstein in meinen Ofen zu tun. Hey, das sieht gar nicht so schlecht aus. Das blockiert auch gar nicht so viel. Geht das jetzt? Hopp. Ey, das finde ich gar nicht übel. Das finde ich nicht übel. Das ist ja was Feines. Ey, mega danke für das Kommentar. Ich baue dann erstmal diese Fackeln ab und ich bin mal gespannt, wie viel Licht einfach nur durch dieses Teil hier oben gespendet wird. Also ob das reicht, dass ich... Ey, weil das ist geil. So weit nach oben guckt man eh nicht. Man guckt so. Ey, und dann sehe ich das gar nicht. Und es stört mich überhaupt nicht. Also ich bin mal gespannt. Und es wird natürlich auch von außen ziemlich geil aussehen. Ah, was ich hier machen müsste, ist eigentlich so eine komplette Wand noch. Diese Bruchsteinmauer, wenn ich die hier einmal komplett so runterführen würde, das wäre auch ziemlich geil, weil man die halt auch nicht überspringen kann. Ich habe ja eigentlich noch genug Bruchstein. Ach komm, dann arbeiten wir uns mal erstmal an diesem Projekt hier weiter voran. Boah, da werde ich jetzt aber... so weit brauche ich gar nicht, okay. Ich wollte gerade sagen, da werde ich ja monster viel... Stein verbrauchen. Wie weit bin ich jetzt hier? Und wieder hoch. So, was hat es denn mit dieser Mauer hier auf sich? Die braucht auch kein Mensch. Das heißt, letztendlich hier weiter Mauer. Bin jetzt gerade noch nicht ganz sicher, wie weit ich hier muss. Also so. Muss ja mindestens parallel sein. Ah, okay, den habe ich ja auch nicht gebraucht. Bauen wir den sogar noch ab. Komme ich jetzt bloß nicht mehr dran. Das ist doof. Das ist doof. Zack, zack. So, am besten dann auch noch später eine Treppe. Okay, das Problem jetzt schon, das erste, was ich sehe, es wird gleich ziemlich dunkel. Okay, das ist die Höhe. Das ist eine gute Höhe. Das ist genauso wie ich... Yes! Einfach schön auf dem Glas hier rumlaufen. Spring! Spring! Kann man Glas zerstören? Wahrscheinlich so nicht. Yo, es wird gleich dunkel. Das finde ich sehr gut. Denn dann kann ich gleich gucken, wie das tatsächlich oben hier aussieht. Hey, wie mache ich denn das jetzt? Wie mache ich denn das jetzt? So. 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 Okay, mehr darf ich hier nicht machen, weil ich will ja auch noch hier durchkommen. Das heißt, hier bauen wir jetzt einfach zu. Alter, das wird geil aussehen. Warte, ich habe hier noch genug Bruchstein. Habe ich doch in einer der Folgen abgebaut. Okay, dann geht jetzt hier tatsächlich alles zu. Genau, hier kann ich hochgehen. Ich muss hier einfach genug... Ey, das ist so geil, diese Aussicht. Sie ist so geil. Und viele fragen mich auch immer wieder in den Kommentaren, Povrot, was hast denn du für Shader, was hast du für Mods drin? Leute, guckt euch die Folgen an. Ich habe es tatsächlich, manche sind aufmerksam und schreiben dann, ja, hat das schon öfters gezeigt. Und es ist tatsächlich so, ich habe das schon gezeigt, liebe Leute. Yes! Alter, das mit dem Licht hier finde ich ja mega geil. Es ist genau so weit beleuchtet, wie ich mir das vorgestellt habe. Oh, nice. So, ist das jetzt hier noch richtig? Ja, alles richtig.
Da oben. Hat geklappt. Nice. Okay, genau so soll es sein. Jetzt hier alles abschotten. Links, rechts abschotten. Abschotten, abschotten, abschotten. Abschotten. Ich muss halt später nochmal vielleicht von außen gucken, wie das aussieht. Aber nice. Hier kann ich jetzt richtig schön hoch. Ah, hier ist noch irgendwas nicht abgeschottet. Jetzt ist es so, aber so. Und was ich hier noch hinmachen kann. Oh ja, das ist geil. Das gefällt mir gut. Jetzt habe ich hier einen schönen Durchgang. Zack. Und bin im Zimmer der Freiheit. Ah, hier ist noch nicht abgeschottet. Abschotten. Ja, und wie kriege ich da jetzt. Yes, so. Zack. Und hier nochmal. Perfekt. Jetzt fühle ich mich safe. Also nur von oben könnten mich irgendwelche Vögel ankacken. Ja, das wird nicht passieren. Ich habe in Minecraft noch keine Vögel gesehen. Gibt es irgendeine Möglichkeit, Vögel mit einzubauen? Bestimmt gibt es die. Ich meine, die Minecraft-Erfinder, die Mojang. Ich habe es am Anfang Mayong genannt. Das weiß ich noch. Da hat es gleich erstmal Kommentare geregnet. Pauvre, das heißt nicht Mayong. Mayong war ein anderes Spiel. Oder vielleicht eine andere Firma, wie auch immer. So, hier habe ich den nächsten Ausblick. Hier habe ich jetzt alles, was ich jetzt hier noch machen kann, ist wieder eine Fackel setzen. Ist immer ganz geil an solchen Angelpunkten. Und hier muss ich noch zubauen. Oh ja, hier muss ich auf jeden Fall noch zubauen. Wie machen wir das am besten? So, so, so. Ist jetzt alles zu? Ist alles zu? Ich gucke, ich gucke, ich gucke und es sieht echt nicht schlecht aus. So, ich habe jetzt hier so viele Panorama-Ausblickszimmer. Zack, hier geht's nochmal hoch. Hier müsste ich, wenn ich hier eine Treppe baue, dann hätte ich schon einen Fehler gemacht, weil dann brauche ich, ah ne, eine Stufe mehr. Das wird hier genau passen. Okay, eine Treppe kann ich hier noch bauen. Ich muss mich jetzt selber gerade mal orientieren, was ich hier schon alles gemacht habe. Hier das mit Kev. Hier, also jetzt kann ich eigentlich hier nochmal von außen schauen. Ah, okay, ich komme gar nicht mehr. Ich komme gar nicht mehr so weit bis ganz nach hinten. Das heißt, kann ich das hier dicht machen oder sollte ich das lieber so lassen? Ich mache es erstmal dicht. Man kann ja immer noch später dran rumschustern. Diese blöde Jump-Technik. Okay, aber ich mach's anders. Hopp. So, jetzt wird hier nochmal abgebaut und hier wird jetzt dicht gemacht. So, das heißt, ich komme jetzt hier raus, stelle hier nochmal, hier geht nochmal eine Fackel. Wo kann ich hier am besten eine Fackel hinstellen? Außen oder innen? Ich glaube außen. Außen so ist cool. Zack, dann habe ich hier den Ausgang, Eingang. Ich sehe hier die Angelpunkte. Oh yeah, und es ist ein mega Ausblick und so langsam. Ich bin eigentlich gespannt, wie das. Ey, das sieht doch mega heiß aus. Hier schön beleuchtet. Hier die nächste Plattform. Hier die Fenster, die Fenster. Ey, so langsam nimmt das hier richtig, richtig schön Form an. Das ist schon mal gut. Ihr habt mir ja auch Tipps geschrieben bezüglich dessen, wie ich die Wände verschönern kann. Ach, und was ich übrigens ganz, ganz wichtig finde, das habe ich jetzt also habe ich jetzt in vielen Kommentaren gelesen und da haben sich auch viele Leute so quasi beschwert, kann man sagen. Und es geht um Folgendes, das möchte ich auch gar nicht, dass in den Kommentaren geschrieben wird, dass irgendwie die jungen Leute haben keine vernünftige Rechtschreibung oder es regt irgendwen auf, dass so viele junge Leute. Was ist das denn hier? Was ist das? Das ist eine Wolke! Please! Eine Wolke! Geil, ich habe Wolken in meinem Schloss. Also, auf jeden Fall, so, nochmal zu dem Thema, weil das echt wichtig ist für mich. Alle gehören zur Community. Ob jung, ob alt, ob dick, ob dünn, ob Mann, ob Frau, und so weiter. Also, keiner wird ausgeschlossen aus der Geilo-Family. Und das ist mir wichtig. Und deshalb will ich auch eigentlich solche Kommentare nicht lesen. Ich werde die in Zukunft definitiv löschen. Werde dann auch wahrscheinlich die User eher blocken. Kommentare sollen halt zwar schon freie Meinung sein,
Aber das ist mir echt ein Stück zu negativ. Wieso beschwert man sich, dass junge Leute, ob die, und außerdem gerade in Kommentaren, ich weiß es selber, man schreibt da nicht immer mit Punkt und Komma und Groß- und Kleinschreibung. Das ist so, wie wenn man bei WhatsApp schreibt. Düdüdüdüdüdüdüd, schnell was hintippen, abschicken und gut ist. Und ich finde das gut, wenn die Leute ihre Meinung teilen und Kommentare schreiben, aber ich wünsche mir nicht Kommentare, die irgendwen aus dieser Community ausschließen, diskriminieren, wie auch immer. Das will ich einfach nicht. Sowas wird bestraft. So, ich baue hier mal alles zu, damit es ein bisschen. Yes, genau so sollte es sein. Also ein bisschen zugebaut. So, das sieht ein bisschen schön aus. Ich habe aber immer noch kein vernünftiges Tor hier. Und das wäre mir wichtig. Leute, schreibt mir mal hier, ich baue irgendeine fette Eisen-Stahltür. Keine Ahnung, also so ein richtig fettes Tor. Auch zum Auf- und Zumachen. Also nicht dieses Pseudotor. Ich weiß, wenn man hier so einen Zaun hinmacht, dass das aussieht wie so ein Tor. Aber sowas möchte ich halt nicht. Ey, das mit den Bäumen. Ey, ich habe mir hier schon einiges überlegt. Da muss ich mich doch mal selber loben. Das sieht doch alles hier gar nicht so schlecht aus. Also, jetzt gehe ich auf. Wisst ihr, was ich hier brauche? Ich brauche hier einen Ofen. Das passt mir irgendwie nicht, dass ich. Oh oh. Ich hab doch noch mehr Bruchstein. Ich habe keinen Bruchstein mehr. Ich hab, Junge, hab ich hier schon wieder geackert. Geaschert habe ich. Jetzt gehe ich erstmal schlafen. So. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einer wacht. Habe ich eine schöne Engelsstimme? Ja, welche Kommentare mich übrigens besonders freuen, sind die wie: Ey, Povrot, mir machen deine Videos so Spaß, dass ich wegen dir auch nochmal mit Minecraft angefangen habe oder wieder dieses Spiel für mich oder die Liebe zum Spiel für mich entdeckt habe. Das macht mir dann auch natürlich mega, mega Spaß, wenn ich sowas lesen darf. Und ich jumpe jetzt erstmal. Ey, alles hier schön ver. Durch eine Wolke! Boom! Boom! Auf eine kleine Sandbank und Papa überlebt. Standardgemäß. So, ey, ich habe schon echt einiges geschafft. Bald muss echt Kev wieder vorbeikommen. Wir hatten es ja eigentlich angedacht, die nächsten Folgen, aber jetzt gerade jetzt noch Silvester. Wir haben echt viel zu tun jetzt um die Weihnachtszeit und Silvester-Neujahrszeit. So, wo habe ich noch Bruchstein? Ein. Na toll. Lol, ich habe echt kaum noch Bruchstein. Gut, dann teste ich einfach nochmal aus, wie das ist, wenn ich jetzt hier Bruchstein reinlege. Und ich will mir auf jeden Fall oben auch noch einen Ofen bauen. Weil wozu musste ich jetzt runtergehen? Nur weil ich Bruchstein wollte. Oder nur weil ich diesen Bruchstein mit der Kohle zu normalem Stein verarbeiten wollte. Und das soll so viel schöner aussehen. Interessant. So, wie war das mit Brot? Zack, ich habe nämlich Hunger. Komme gerade von der Arbeit. Zack. So, dann wird jetzt erstmal gemampft. So, ich habe volle Leben, also ich brauche auf jeden Fall. So, dann machen wir uns noch mal ein bisschen an die Arbeit, ein bisschen Bruchstein hier runter zu bauen. Und das reicht auch schon. Ich will nämlich auf jeden Fall oben. So, was haben wir hier? Nächste Ecke. Hier machen wir so. Und so. Und so. Und so. So, hier ist alles hell, dass mich auch keine Monster überraschen. Kann ich sogar noch eine Fackel stellen. Hier werde ich nämlich im Zweifelsfall weiter abbauen. Ich kann ja noch eine Ebene nach oben. Ey, das wird hier ein ziemlich geiler Saal. Auch da kann ich später irgendwas draus machen. Ey, mir macht das richtig Spaß, wie sich Minecraft einfach immer weiterentwickelt. Man wächst ja einfach mit dem Spiel. Das Höhlensystem unten, ey, ich weiß noch die ganzen Anfänge. Hier hat Kev jetzt auch sein Bett. Und ich habe jetzt genug Bruchstein. Ich nehme vielleicht noch, ja, den Stein nehme ich mit. Teste mal oben aus, wie schön der tatsächlich aussieht. Und ja, dann mache ich mir auf jeden Fall noch einen Ofen oben. Wir testen den Stein. Und dann brauche ich natürlich wieder eure Kommentare, was in der nächsten Folge passieren soll. Beziehungsweise, also geil wäre eigentlich, wenn wir zusammen irgendein Tor hinkriegen würde. Jetzt habe ich mich total verzungenkaspert. Also, wenn wir oben gemeinsam irgendein schönes Schlosstor hinbekommen würden. So, das wollte ich sagen. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Okay, so, die Bäumchen wachsen, das ist gut. Den Weg hier könnte ich auch schöner machen. Was habt ihr? Ey, was ist denn hier mit.
Also viel habe ich gar nicht. Das ist jetzt ein Fail von Papi. Ah, Glas, doch nicht Glas, Junge. So, hopp, hopp. Ah, das sieht nicht schlecht aus. Das hat was. Hier so eine schöne Ecke, wo ich reingehen kann. Hier will noch ein Bäumchen wachsen. Ja, schön, wachs ruhig, wachs ruhig. Okay, dann den Rest muss ich hier doch nochmal. Also das werde ich auf jeden Fall in der nächsten Folge anpeilen. Das gefällt mir gut. Das war jetzt sogar falsch. Mal machen wir es so. Also hier, das gefällt mir gut, hier so eine Abgrenzung zu haben, über die man auch nicht rüber kann. Ich muss es nicht überall machen, aber zumindest hier diesen Weg. Auf der Seite, oder ich kann hier ja irgendwo auch noch Fackeln haben, das ist ja kein Problem. So, der Ofen muss gemacht werden. Und hier ran, und ich meine, Ofen war so. Lol, das war nicht so. So, okay. Auch okay. Ja, und gleich, also auf jeden Fall nochmal den Stein testen. Und ich habe noch ein paar Setzlinge, damit kann ich da auch noch was machen. Den Ofen, wo machen wir den hin? Oben soll ja eigentlich geschlafen werden. Das heißt, der Ofen würde der hier irgendwo hinpassen? Hier vielleicht. Ja, hier geht's so. Gefällt mir nicht perfekt. Irgendwie, nee, irgendwie, na, nein, ich lasse es nicht. Es gefällt mir nicht perfekt. Ich guck mal, wo ich den oben hinsetzen könnte. Hier habe, das ist ja alles so gemütlich hier am Bett. Ah, hier. Ja, aber hier schläft man, oder? Das ist doch auch nicht so geil, oder? Was ist jetzt hier? Hier auch nicht. Hier vielleicht in einem Ausblickszimmer? Ah, gut, komm, ich stell den hier hin. Das finde ich vielleicht nicht schlecht. Also hier könnte ich 2 oder 3 Öfen platzieren. Ah, hier wird geschlafen. Das ist so eine mitteloptimale Lösung. Vielleicht habt ihr bessere Ideen. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Und jetzt wollte ich nochmal gucken, was hat es jetzt mit dem Stein hier auf sich? Wo stelle ich den jetzt hin? Mal gucken. Okay, das ist einfach nur so ein glatter Stein. Was kann ich aus diesem Stein machen? Gibt es noch irgendwelche coolen Möglichkeiten? Ihr schreibt es mir in die Kommentare. Wir haben wieder einiges geschafft. Und das mit dem Ofen, vielleicht habt ihr da eine bessere Lösung. Ich bin euer Powerrod. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.